Und herzlich willkommen zur Folge 129. Ja, ich habe mir beim letzten Mal überlegt, machst du vielleicht noch einen Raum dran? Ja, das wäre gar keine so schlechte Idee, das zu machen. Am besten hier noch irgendwie gegen. Der muss ja gar nicht so groß sein, oder? Den können wir immer noch vergrößern. Ja. Den können wir noch vergrößern. Zwar hier drüber. So. Da seht ihr gerade was, was ich noch vorhabe. Hier drunter ist noch ein Loch. Das habe ich vorher schon abgedeckt. Da ist aber noch nichts passiert. Da ist eine Turtle durchgejagt worden, die ich ein bisschen laufen lassen habe. Tief ist es nicht. Hier sind ein paar Fledermäuse, die rumkraxeln. Aber das ist auch noch nicht so tragisch. Hier soll eigentlich nur ein Hohlraum sein, falls ich mal irgendwie noch was unten hinsetzen möchte. Den habe ich erst überdeckt, weil das ist ja eigentlich unnötig, den irgendwie auszukleiden erstmal. Da ich noch nichts damit vorhabe. Aber ich brauchte halt ein bisschen Material noch, was ich aus der Erde ziehen konnte. Und das war halt da noch ein guter Platz in der Nähe. So, Maschinen tun wir gerade mal hier so auf der Seite. Das brauchen wir. Ja, vielleicht ein. Ah ne, warte mal, da habe ich noch hier diese Steinziegel. Da nehmen wir nochmal drei Sticks mit raus. Und ich brauche noch ein paar Sticks davon hier. So, eins, zwei Sticks davon, ein Stick. Warte mal, habe ich überall Panels hier oder Glas drin? Ja, hier habe ich Glas drin. Okay, nehme ich noch ein Stack Glas mit. Oh, es wird schon wieder. Achso, ich habe ja noch nicht geschlafen, genau. Hier wird es ja schon wieder dunkel. So, komme ich denn. Ja, da komme ich eigentlich mit dem Raum aus. Oder mache ich den jetzt damit bündig? Das heißt, der wäre ja nochmal. Nochmal ein paar nach hinten. Ja, machen wir nochmal zwei dahin. Ist auch nicht so schlimm. So, aber jetzt. Na gut, die Fledermäuse können da unten rumfliegen. Ich hatte da nur ein paar Fackeln reingesetzt, damit wirklich die Fledermäuse nicht so mehrfach unter den Decken kleben bleiben. Weil das ist nachher nervig und das ist. Ich weiß auch nicht, warum man Fledermäuse eingefügt hat. Die kann man nicht irgendwie ausschalten oder die kann man nicht. Ja, da kriegt man nichts raus. Da kriegt man noch nicht mal, glaube ich, Erfahrungspunkte raus. Also da sollte man sich noch was überlegen, dass man die entweder ausschalten kann oder vielleicht, dass man da was rausbekommt. So. Jetzt mal eben noch Holz hier hinlegen. Das ist wie gesagt wieder nur ein Anbauraum, aber da ich bald keinen Platz mehr habe, müsste ich auch bald neue Häuser irgendwo hinsetzen. Dum, das wäre so. Dann wäre hier natürlich ein totaler Gang. Da machen wir mal so. Vielleicht hier noch. Ah ne, warte mal. Dann ist ein perfekter Gang dadurch. Und dann könnte ich sozusagen hier. Ne, da machen wir auch noch einen. So ein bisschen abgegrenzt. Ja. Und dann könnte man hier noch abgrenzen. Und dann wäre es auch schön. Hätte man noch hier einen Gang. Da müsste ich. Was habe ich hier drin? Ach, hier habe ich den ganzen Unrat. Genau. Hier habe ich noch so viel Mist drin. Den werden wir jetzt umsetzen. Und zwar. Ja, hier könnten eigentlich die Maschinen ran. Dann wäre das schneller an der Position. Da hätte man sozusagen hier noch einen kleinen Lagerraum. Hier. So mit ein paar Kisten, was man nicht mehr braucht oder so. Und dann könnte man hier sagen, hier noch eine Tür rein oder so. Und später da das durch das andere Gebäude nochmal durch. Das wäre doch eine Überlegung wert. So, zwei hier hoch. Das gleiche gilt hier auch immer. Zwei hier. Dann wollte ich hier eine Tür reinsetzen. Oh, jetzt passt das mit den zwei nicht. Dann ist hier auch zu, ne? Ja. Ist aber auch eigentlich egal, wenn das da zu ist. So, zwei hier da. Zwei hier da. Machen wir mal. Ah ne, zwei ist schon okay. Habe ich, glaube ich, überall angewendet, ne? Ja, zwei, zwei, zwei. Was machen wir denn hier für ein Fenster? Haben wir die Mitte? Da ist die Mitte. Da ist sie. Das lohnt sich doch so. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und wo ist die Mitte? Ah ne, da ist ein Viererfenster. Das ist super. Vielleicht kommt das auch weg wegen dem Raum, was da noch hinkommt. Da kommt ja noch die Schlachterei hin. Also das ist noch hier alles noch in Mache. Habe ich aber wie gesagt noch keine Idee, wie ich die Schlachterei machen werde. Habe ich auch noch nichts ausprobiert. Also dass es optimal läuft sozusagen. Jetpack. Dankeschön.
Und dann werde ich hier das Häuschen eben fertig bauen. Ja, eigentlich relativ schnell. Hier muss dann, wie gesagt, auch noch ein Fenster oben rein, wo ich dann aber, ich glaube, Vollblöcke nehmen kann, ne? Ja, das wird aber auch dann meine letzte Erweiterung hier runter sein. Ja, das ist schon ziemlich groß geworden, das Haus. Habe ich noch nie gedacht, aber wenn ich das jetzt in den Keller reinsetze, dann brauche ich diese ewigen langen Leitungen und das ist natürlich Schwachsinn. Da müsste ich eine ganze Etage noch runtersetzen, denn ich habe das so themenorientiert immer gemacht, wie ich das gerne haben möchte, und das wäre dann natürlich die falsche Option dafür. Naja, da muss ich noch eine Reihe dran ziehen. Zumindest, dass es ein bisschen symmetrisch aussieht. Auch, nee, nur eine Reihe. Denn das Einzelne sollte hier vorne noch bleiben. So. Glas. Dann machen wir hier ein Viererfeld hin. Oder machen wir ein Dreier. Komm, da können wir auch ein Dreierfeld machen. So wäre das doch okay. Dann wäre zumindest hier Licht drinne. Ich könnte hier noch über Licht hinzimmern, da. Zumindest hier dunkel oben drauf ist. Dann da noch ein paar Fackeln setzen. Dann wäre das eigentlich schon ganz geil. Dann so ein paar Fackeln hier noch allgemein hinsetzen. Das hätte schon was. Doch, das sieht ganz gut aus. Das gefällt mir. Jetzt, mal Crucible. Liquid Transposer. Jetzt kommt der zweite Teil auch wieder dahin. Dafür brauchen wir aber nochmal hier drunter was frei. Einmal hier. Und ich werde mal eben nochmal hier aufreißen. Denn entweder verknüpfe ich dahinter oder davor. Das muss ich mal schauen. Dann kommt hier unten drunter natürlich noch was weg. Die sollen natürlich die Leitung später liegen. Was habe ich denn da genommen? Da habe ich Holz auch genommen, ne? Ja, da habe ich, glaube ich, auch Holz genommen. So, wo ist denn die Leitung? Die sitzt irgendwo hier. Die könnte ich auch parallel damit durchführen, genau. Da sitzt sie, glaube ich, meines Wissen, genau, da sitzt sie. Dann kommt das weg und dann wird hier einmal nochmal Holz reingezogen. Denn, oh, da muss ich aufpassen, der kloppt nämlich einiges hier weg. Sonst überkloppt er sich wieder, der Ölebauer, der. So. Das sieht doch schon mal besser aus. Dann kommt hier eine Leitung, dann kommt hier wieder. An der Stelle. Kommt wieder eine Redstone-Zelle rein, damit die zumindest auch wieder puffert. Ja, die muss gepuffert werden, denn. Oder setze ich die unten hin und könnte da immer dran gehen? Nee, oder ich setze sie hier hinten hin. Dann soll er hier hochgehen und soll hier unten nochmal reingehen. Dann muss ich gerade rechnen. Magma Crucible mit Liquid Transposer. Magma Crucible plus Liquid Transposer. Induction Smelter, Pulverizer und Ofen. Würde reichen. Und hier hätte ich nochmal links und rechts zwei. Das würde eigentlich vollkommen reichen, ja. Der bleibt weg. Der kommt zu. Und dann kommt hier die Redstone-Zelle hin. Und dann muss ich das einmal hier ändern. Genau. Dann kommt da die Redstone-Zelle rein. Und ich kann hier zumachen. So. Dann geht das Kabel hier hoch und dann passt das ja von der Aufteilung her. Das gefällt mir. Das gefällt mir hundertprozentig. So ist es gut. Was haben wir denn jetzt für Maschinen? Haben wir noch den Induction Smelter, einmal Liquid Transposer. Den brauche ich nicht. Den Ignigek-Strudel. Der kommt hier nicht hin. Aber hier kommt noch ein Induction Smelter hin. Oh, warte mal. Der eine kommt hier hin. Das steht fest. Der eine Liquid Transposer. Und der kommt ja dann hier hin. Unten drunter mache ich das einführen. Dann wird hinten alles. Da werde ich alle negieren. Da werde ich alle negieren. Oben kommt rein.
Da kommt die Flüssigkeit raus, genau. Dann kommt von oben noch was rein. Dann kommt von der Seite was rein. Und von hinten muss ich neutral, glaube ich, setzen, ne? Oh, oder muss ich da wieder rotes Feld einsetzen? Das weiß ich gar nicht. Neutral oder rotes Feld? Zumindest muss hinten raus, das steht fest. An der Seite rein, oben blau. Oder nach hinten rot, das weiß ich noch gar nicht. Da muss ich mal schauen. Hier kommt von oben nichts rein. Auch nicht von der Seite. Hier kommt nur... Doch, warte mal, von hinten. Wird das ja dann natürlich rausgebunden. Da müsste eigentlich das hier hin. So. Und hier müsste das ja in Rot sein, ne? Das gleiche gilt ja auch hier in Rot. So müsste das eigentlich okay sein. Meines Wissens nach sollte das so okay sein. Darauf festhalten kann ich mich jetzt nicht. Dann werde ich schon mal Whetstone nehmen. Das kann schon mal weg hier wieder. Wo habe ich den Whetstone? Eine habe ich davon, eine Pipe. Die kann aber erstmal noch drin bleiben. Ein Stack Whetstone. Ja, ein Stack Whetstone ist okay. Und... Ich suche, ich suche, ich suche, ich suche. Hab's, glaube ich, gerade nicht. Finde ich auch nicht. Ich wollte schon Obsidian und so wieder reinschmeißen. Habe ich aber gerade nicht dabei. Okay, hier wird Redstone gemacht. Und dann muss ich natürlich das da hinten wieder abbauen. Mit der Zelle. Die sitzt nämlich irgendwo da, ne? Ja, die kann erstmal eigentlich... Warte mal, da könnte ich eigentlich noch eben noch Obsidian reinschmeißen. So ein Stack. Ein, zwei Stacks könnten da noch rein. Obsidian ist... Obsidian ist... Obsidian, wo ist es da? Eins... Zwei Stacks. Ja, das ist... Doch, das ist okay. Das kann da ja mit laufen. Und plopp rein da. Und plopp da rein. Ja gut, das werde ich ihm durchlaufen lassen. Dann werde ich... dann sozusagen bei den nächsten Aufnahmen sein, würde ich sagen, bis dahin, euer Flash.lp und tschüssen.